Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und selbstverständlich, wie jedes Mal auch in eurem neuen Part, Pokémon, die gelbe Edition mit dem Zwergenfürst. Wir sind raus aus den Seeschauminseln und weiter geht's Richtung Zinnoberinseln in Pokémon der ersten Edition, in erste Generation natürlich. Erste Edition ist es nicht. Pokémon Gelb ist eine Special Edition. Ja. Ich würde mal sagen, machen wir uns auf den Weg. Ich sehe schon hier den ersten Trainer. Durchatmen und los geht's. Das war kein Trainer, das ist ein wildes Tintatcher. Los geht's, Sherlock. Oh, stimmt, ja, mein Team ist ziemlich geschwächt. Ja, mal sehen, ob wir es überleben. Pokémon-Team, das sieht ziemlich scheiße aus. Wenn man es mal so sagen darf. Items. Habe ich denn da was dabei? Fürchte, nein. Oh, Beleber. Doch, ich hab da was dabei. Diorok. Da ich noch einen Beleber. Auf Tauboga würde ich den setzen, ja. Ich glaube, das ist das Beste. Tränke habe ich wahrscheinlich keiner mit dabei, wie ich das kenne. Die Schicht hier kenne. Oh, Supertrank. Doch, habe ich mit dabei. Ist ja spitze. Dann ist ja super. So, Georg. Und dann haben wir schon das halbe Team wieder geheilt. Supertrank auf Schlock. Ah, das sieht doch spitze aus. So kann es sich doch sehen lassen. Ja, ich würde mal sagen, ihr wollt einen neuen Part. Sollte einen neuen Part kriegen. Machst du auch gerade Urlaub? Er spricht's an. Da muss ich gleich mal Real Talk reden. Ich mach tatsächlich gerade Urlaub. Ja. Darf ich das verraten? Ja, darf ich verraten. Ist kein Geheimnis. Ich mach Urlaub. Ich bin in Urlaub. Ich muss am Montag nicht zur Arbeit. Ich hab offiziell Urlaub. Das ist nice. Ich kann ausschlafen wochentags. Das wird spitze. Ich bin trotzdem verreist. Also wird es eventuell ein bisschen. Natürlich sitze ich noch schade auf dem Tintatcher ein. Den Tacher. Ist ja klar. Und ihr werdet es bemerkt haben, ich bin jetzt hier wieder in der alten Butze. Merkt am Sound vielleicht ein bisschen, obwohl ich habe in der neuen Bude die Matte aufgestellt. Hängen tut sie noch nicht, habe noch keinen Kleber dafür. Wie sollten wir das Pokémon wechseln? Und wäre es dann mit Tauboga? Ja, wie auch immer, ich bin zurück hier in der Zwergenhöhle. Nicht in der Butze, sondern in der Zwergenhöhle. Und wer meinen Kanal seit längerem verfolgt, kann das auseinanderhalten. Und ich habe hier heute Nachmittag gerade mal ein bisschen im Staub gekramt. Ich habe hier mal ein paar Bücher sortiert und mal ein paar DVDs ausgekramt. Und ja, habe ich noch nie irgendwo in einem Part oder in irgendeinem Video berichtet. Das ist jetzt neu, aber ich kann es euch mal erzählen. Das ist jetzt nichts sonderbar Geheimnis. Ich habe da so eine kleine Staubmilbenallergie. Die macht es mir so ein bisschen, ja, unangenehm. Da habe ich hier aus dem Staub so ein bisschen was rausgekramt und
Jetzt habe ich das typische, ja, bei mir ist das so, mir schmerzen jetzt die Augen unheimlich. Ich kriege dann immer einen Ausschlag an den Augen. Das ist das Erste, was ich kriege. Ich habe dann halt, mir schmerzen unheimlich die Augen. Die schwillen dann sofort zu. Ich habe da sofort, ja, zugeschwollene Tränensäcke jetzt. Das sieht dann bestimmt richtig scheiße aus. Und ja, so schlimm sieht es nicht aus. Also es ist nicht sehr sichtbar, aber ja, fühlt sich kacke an. Flügelschlag, natürlich. Wenn wir das haben. Oh oh, was habe ich da verlernt? Windstoß, naja, okay. Weiß nicht gewollt, aber von mir aus. Das geht ja immer so schnell, wenn ich das klicke. Einmal zum Vergleich, damit Leute, die so eine Allergie jetzt nicht unbedingt haben, mal zum Vergleich was haben, wie sich das anfühlt. Das fühlt sich ungefähr so an wie, ja, kann man so sagen, wenn man 3-4 Nächte durchgezockt hat und nicht geschlafen hat. So fühlt sich das an, so richtig, so halt, so richtig kaputte Augen, so richtig dreckig, so, wisst ihr, was ich meine? So, Augen brennen, so, wirklich nachts, wenn man wirklich nachts, also wirklich ein 2 48 Stunden Streams hintereinander gemacht hat und so ungefähr muss sich das anfühlen. Ich habe zwar noch nie 2 48 Stunden Streams hintereinander gemacht, aber versteht ihr, was ich meine? Ich will jetzt kein Mitleid von euch, also auf keinen Fall, nein, danke, das ist, brauche ich nicht. Das bin ich auch gewohnt, das ist nicht neu für mich. Das legt sich auch nach ein paar Minuten wieder. Also, na gut, Stunden. Ich habe heute Nachmittag das hier aufgeräumt und ja, ist schon welchen her. Ja, das legt sich. Keine Ahnung, keine Angst, ist nichts Dauerhaftes. Das geht wieder weg. Das Zweite, was dann kommt, ist, ich erkläre hier gerade meine Krankheitsbilder hier der Öffentlichkeit. Erste Frage, wegen juckt's. Zweite Frage, ja, mich juckt's. Dann werden wir. Und zweite Frage, ja, warum erzähle ich das? Egal, ist nichts Schlimmes, was ich irgendwie geheim halten müsste, was irgendwie, womit man mir sonderbar schaden könnte. Ich meine, rein utopisch gedacht, rein, ja, rein schlimm gedacht, foltern kann man mich damit auch nicht, ja, das ist unangenehm, aber, ja, mei, Kartoffelbrei hält man mal ein bisschen aus. Du kennst keine Gnade. Zwei gewinnen 600 Pokémon Dollar und kriegst aus dem Kampf hervor. Ja, mich juckt's, habe ich gerade schon gesagt. Oh, jetzt bin ich vergiftet, so ein Scheiß. Das Zweite ist tatsächlich, ich krieg so ein bisschen Jucken. Das ist so ein bisschen, ja, Juckreiz, so ein bisschen. Kann man es Ausschlag nennen? Nee, nicht wirklich, aber es ist halt so ein bisschen, ja, ein unangenehmes Gefühl auf der Haut, so ein bisschen. Und gerade merke ich es auch schon, das ist halt so ein bisschen, wird es dann so ein bisschen kratzig im Hals, ne? Das ist so ein bisschen. Schmerzt es auch im Hals so ein bisschen. Und die Atemwege so ein bisschen. Wie gesagt, alles nicht schlimm. Das klingt jetzt schlimmer als es ist. Das klingt jetzt viel schlimmer als es ist. Alles halb so wild, das lässt sich alles verkraften. So ist halt, ja. Pass jetzt in der neuen Wohnung auf, dass ich mal ein bisschen häufiger Staubwische. Mach ich nicht wirklich. Ich habe nicht Zeit dafür, aber wenn ich mal Zeit dafür habe. Ah, sind wir auf den Zinnoberinseln oder was? Pokémon Labor. Erstmal die Pokémon heilen im Pokémon Center. Muss sein, mein Pokémon ist vergiftet.
mach mal. Heilen. Benötige deine Pokémon. Ja, nimm sie dir. Spielte sie dir schon an. Sie liegen schon auf den Tresen. Und Tresen? Ein Pokémon-Center? Naja. Auf, wie nennt man das? Auf Dings, der irgendwie Tresen ja, ja heißt. Aber ja. Was soll's? Ein Markt. Können wir da ein paar neue Tränke kaufen oder haben wir kein Geld? Kauf. So, was haben wir denn hier? Hypertrank. Kann ich gebrauchen? Wie viele kann ich mir davon leisten? Nicht einen. Dann doch einen schon, aber. Beleber. Ich hab's, geht nicht wirklich. Na komm, ein Beleber. Muss sein. So, was haben wir hier? Übertrank 1,5. Ach, verdammt. Ich hab kein Geld. Ich hab kein Geld, um mir vernünftige Getränke zu kaufen. So ein Mist auch. Na. Und das ist das Labor. Okay, dann gehen wir mal rein, gucken mal nach. Was denn hier los ist im Pokémon-Labor. Wir erforschen die Pokémon. Wir stellen auf Gutachten über seltene Pokémon. Ich wüsste gern erstmal, wo ich hier überhaupt bin. Und was ist denn das hier für eine Insel? Dann bin ich jetzt so schon auf den Zinnoberinseln? Sieht so aus. Und wo muss ich hin? Was mache ich hier? Wie geht's weiter? Pokémon-Labor und Konferenzraum. Nein, der Konferenzraum, das ist ein Pokémon-Labor. Pokémon-Labor Forschung und Entwicklung. Und hier, Pokémon-Labor Versuchsabteilung. Wow, das klingt spannend, die Versuchsabteilung. Da müssen wir rein. Wir erstmal ins Konferenzzimmer. Guten Tag, wir wollen nicht lang stören. Hallo, willst du ein Enton nicht gegen ein Rizeros tauschen? Ja, wenn ich ein Enton hätte, würde ich es durchaus tauschen. Wenn du nicht magst, kann man nichts machen. Na dann. Siehst du ein Vulcano? Nichts ist Genügung. Tauschen? Ganz bestimmt nicht. Das ist ein übler Tausch. Wollen jetzt hier alle tauschen? Die Tauschbörse. Ich habe auf dem Mondberg ein seltsames Fossil gefunden. Ich denke, es stammt von einem seltenen Urzeit-Pokémon. Du willst es mir bestimmt schenken, oder? Nee, nicht? Schade. Das Symbol der Firma. Nadine. So, wer seid denn ihr? Ich kann sich zu einem von drei verschiedenen Pokémon entwickeln. Drei Entwicklungsstufen? So viele waren es erst in der ersten Generation. Was? Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Ich habe ein TM konstruiert. Sie versucht die verrücktesten Dinge. Zeug erhält TM 35. Ah, ein verrückter Wissenschaftler. Und was haben wir hier? Aha, aha, kann ich nicht dran. Ein E-Mail ist angekommen. Punkt, Punkt, Punkt. Arctos, Zapdos und Lavados sind die drei legendären Vogel-Pokémon. Niemand weiß, in welcher Gegend sie leben. Wir werden als Nächster in der Höhle nach Azuria City suchen. Frühen Pokémon-Forschungsteam. Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß, wo Arctos ist. Und bei mir in der Tasche habe ich mir gefangen. Naja, auf der Box, um genau zu sein. So, Forscher hier im Forschungstrupp. Ich suche nach Kangama. Tauscht du es gegen Schleimock? Auf keinen Fall. Hab ich auch keins. Soweit ich weiß. Wollen hier alle tauschen? Hallo! Ich leite hier die Forschungen. Wir erforschen Fossilien von Urzeit-Pokémon. Hast du dein Fossil für mich? Ich habe ein Helix-Fossil. Oh, das ist ein Helix-Fossil. Ich habe ein Helix-Fossil. Wo habe ich denn das gefunden? Es ist ein Fossil von Ammonitas. In einem schon lange ausgestorbenen Pokémon. Dank modernster Technik können wir Pokémon aus Fossilien wiederbeleben.
schon schnell her, damit ich fortfahren kann. Zwänge übergibt das Helix-Fossil. Es wird einige Zeit dauern. Komm einfach später wieder vorbei. Mache ich. Wir sehen uns. In Ammonitas. Aha, hier kann ich das also abholen. Ich fürchte, da müssen wir erstmal die Insel erkunden. Dann sehen wir weiter, ob das Fossil ja schon entwickelt ist. Oh, eine Arena. Forscher experimentieren in dem ausgebrannten Gebäude. Was ausgebrannt ist das? Das sah mir aber nicht sehr ausgebrannt aus. Muss es wohl sein. Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel, ist ein seltsamer Mann. Er lebt hier seit Jahren. Hat sie Zinnoberinsel gesagt? Ja, nice. Wir sind auf der Zinnoberinsel. Da haben wir die Bestätigung. Zinnoberinsel, die Stadt brennender Leidenschaft. Ja, und Häuser, wie es ausschaut. So, was haben wir denn hier? Wo sind wir hier gelandet? Oh. Das scheint kein so wundervoller Ort zu sein. Wir werden hier im Haus angegriffen. Ein wildes Ratzfatz. Blausglutig so. Du bist dran, Flieger. Vor einem Ratzfatz. Okay. Wo sind wir hier? Wo sind wir gelandet? Ein wildes Radikal. Sei doch nicht so radikal. Diese radikalen Pokémon-Kämpfe hier. Das hier ist mir zu radikal. Ein versteckter Schalter. Schalter drücken. Wer würde es nicht tun? Das ist deine Falle. Nein, keine Falle. Wo bin ich hier? Ich will hier raus. Was mache ich hier? Was suche ich hier? Dieser Ort hier ist der. Da greift er mich direkt an. Ein Dieb möchte kämpfen. Auwei. Ein Dieb hier im Gebäude. Volona. Das hat er bestimmt geklaut, das Volona. Ach was. Los. Glut. Auf Volona. Alles klar. Ja. Das wird nicht viel bringen. Wie wär's denn mit Zerschneider? Ruckzuck Dieb. Wow, ein Volona. Das ist nicht schlecht. Kann ich mir das klauen vom Dieb? Zurückklauen. Na, zurückklauen hieße, das hätte mir schon gehört. Wow, Volona. Ich auch gerne im Team. Das wäre echt nicht schlecht. Stärke. Na komm. Das sieht nicht schlecht aus, aber das sieht sehr schlecht für Gotexo aus. Ein bisschen was können wir schon an Schaden anrichten. Gotexo bleibt unversehrt. Gut. Gut für mich, schlecht für Volona. Oh, man kann den Namen Volona gar nicht sehen. Sehe ich gerade im Display. Ja, was soll's. Ihr wisst ja, dass es ein Volona ist. Ihr seht's ja. Wer sich ein bisschen Pokémon auskennt, der weiß das. Zwerge besiegt den Dieb. Ha, hab ich in das Handwerk gelegt. Eieieieie! Zwerge gewinnt 3420 Pokémon-Dollar und kann sich nun einen Trank leisten. Da komme ich nicht weiter, oder was? Ja, der Ort ist ja wirklich riesig. Tagebuch, 6. Februar. Mio hat ein Junges geboren. Wir haben es Mewtwo genannt. Au. Das klingt nach Story. Top-Trank gefunden. Vielen Dank. Das kann ich gebrauchen. Okay, jetzt kann man hier noch das Haus erkunden. Ich habe aber keinen Bock drauf. Ich will hier erstmal raus und die Arena angehen. Und dann vielleicht das Haus erkunden. Mal schauen. Müssen wir vielleicht storytechnisch, nachdem wir die Arena besiegt haben, sowieso. So, raus hier.
Ein Fukano. Okay, das sollten wir uns vielleicht fangen. Das ist nicht ganz uninteressant, aber ich habe, glaube ich, keine Bälle mit dabei. Deshalb, ja, gut. Hier gibt es einen Fukano, wie es auch schaut. So. Machen wir das gruselige Haus hinter uns. Oh, das ist nur außerhalb der Stadt. Da kann man weiter segeln. Okay. Wir sind nicht viele Häuser in dieser Stadt. Ich gehe mal glatt. Mal schnell glatt. Mein Pokémon-Team heilen. Im Pokémon-Center. So. Die machen mal schnell meine Pokémon wieder fit. Und dann schauen wir mal, ob wir da ein Tränkchen oder ein Beleber mal finden können. Für das Preisgeld, was wir gerade bekommen haben. Dürfte man doch ein Tränkchen bekommen. Die Preise sind hier sehr teuer, aber gut. Vielleicht können wir uns doch was leisten. So. Zeig mal her, was sind die Preise. Kauf. 4600 haben wir. Dafür können wir uns auf jeden Fall einen Hypertrank leisten. Zack. Vielen Dank. So. Noch ein Beleber. Zack. Und für einen Hypertrank reicht es auch noch. Sehr gut. Hat sich doch gelohnt, zu kämpfen und das Preisgeld zu kassieren. Und so. Ab in die Arena. Die Tür ist verschlossen. Ah, okay. Snowmeinsel. Pokémon Arena. Arenaleiter Pyro. Der hitzköpfige Quizmaster. Okay, wo finden wir Pyro? Gibt es da Hinweise drauf? Oh, Pikachu. Ist ganz fröhlich, weil wir es ansprechen. Okay, vielleicht ist er in diesem Turm dort oben. Müssen wir ihn also doch erkunden. Ach man. So ein Mist auch. Man kann im Pokémon-Markt Schutz-Items kaufen. Wäre vielleicht nicht ganz unpraktisch. Ja gut, erkunden wir halt heute dieses Haus hier. Was? Ich darf nicht fliehen. Was? Na komm. Lass mich ziehen. So nach oben. Und dann gibt es hier auf der Etage noch was zu entdecken. So, Pyro muss doch hier irgendwo rumlauern. Oh, ein Bett. Bringt mir nichts. Ja, Pika. Lass mich durch. So. Hier hinauf. Okay, hier gibt es noch was zu sehen. Die Schalter müsste ich vorher aktivieren. Vielleicht auch das im unteren Geschoss. Ein wildes Radikal. Auch wenn die Schalter hier nicht sehr viel gebracht haben, die ich bisher aktiviert habe. Mal schauen. Ein versteckter Schalter. Drück. Oh, Türen. Türen, die sich öffnen. Und wer bist du? Mein Mentor lebte ins Tier. Aha. Ein Professor, nein, ein Forscher. Möchte kämpfen. Ein drei Pokémon. Magnetino. Los, Glutexu. Müssen wir jetzt hier alle besiegen, oder was? Sehr gut, Stärke. Hilft hoffentlich weiter. Ja, das hilft ein wenig weiter. Deckel bringt nicht viel. Stärke. Du bist stark, Glutexu. Du kriegst das hin. Super Schall. So, Stärke. Zack. So, Magneton besiegt. Da waren es nur noch zwei. So, Magneton wird in den Kampf geschickt. Ich muss mich mal erkundigen, was das hier für ein Turm oder was das für ein Gebäude ist. Damit ich es im Nachhinein, nach dem Part, mal in den Thumbnail schreiben kann. Vielleicht nicht in den Thumbnail, mal in den Titel irgendwo mal eintragen kann. Und damit ich zumindest Bilder für Thumbnail besorgen kann, weil ich nicht weiß, wonach ich suchen soll. Muss Zinnoberinseln eingeben.
Superschall. Schlug fehl. Sehr gut. Stärke. Zack. Magneton. Macht Glutexo ein Ende. Setzt Glutexo ein Ende. Los, Pikachu. Du bist dran. Donnerschock. Mach's zu Ende. Ich sagte, mach's zu Ende. Ich ziehe ein paar KP ab, sondern mach's zu Ende. Mach's K.O. Mach's fertig. Donnerblitz. Zack. Na komm. Noch ein paar KP. Zack. Besiegt. Da war es nur noch eines. Magnetzone. Ein Voltroball. Voltroball. Na super. Pikachu gegen Voltroball. Das kann ja was werden. Hochzuhieb. Na komm. Lass es wirken. Ja, nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut. Kreideschrei. Das soll dir was bringen. Okay, Lichtschild. Und Voltoball ist nicht sehr offensiv dabei. Ist eher defensiv unterwegs. Kreideschrei. Ja, versucht eher meine Werte zu schwächen. Und ich war hoch zum Kieb. Bald ist erledigt. Finale. Oha. Na gut. So kann man es auch machen. Pikachu erleidet ganz viel Schaden. Pikachu ist am Boden zerstört. Aber auch Voltoball wurde besiegt. Und damit haben wir unser Ziel erreicht. Den Forscher besiegt. Auch gut. Wow. Unglaublich. Zwing gewinnt 1650 Pokémon-Dollar und geht sich gleich aus dem Kampf gegen den Forscher hervor. Auch wenn der Attacke Finale eine ziemlich feige Attacke ist. Ja, soll mir recht sein. Du kommst nicht weiter. Spring einfach da drüben herunter. Was? Suizid ist keine Lösung. Ey, was? Da geht's runter. Bin ich einfach am nächsten Stock. Ich dachte, ich springe hier aus dem Fenster. Ein wildes Radikal. Ja, ist nicht das erste Mal in einem Pokémon-Spiel, dass man durchs Hüpfen aus irgendwelchen Fenstern in andere Stockwerke kommt. Ein Büchlein. Enthält das Büchlein ein kleines Hinweislein, wie ich weiterkomme. Das wäre sehr gut. Sind wir hier auf der Suche nach Pyro? Ich glaube schon. Wieso kann ich nicht davon rufen? Was ist denn das hier für ein Dings? Dings eben. Was denn? Musste mich erst besiegen, bevor ich abhauen kann. Mit Pokémon besiegen, bevor ich flüchten kann. Wenn immer zäher die Pokémon hier. Tagebuch, 5. Juli. Der Dschungel. Niemandsland. Und wir haben tief im Dschungel ein völlig neues Pokémon gefunden. Aha. Ein völlig neues Pokémon, also. So viel dazu. Danke, danke, danke. Ach, hier waren wir noch mal. Da waren wir schon. Da müssen wir nicht noch mal hin. Na komm. Hier. Tagebuch, 10. Juni. Wir nennen das neu entdeckte Pokémon Mew. Ah, okay. Das hat eine gewisse Reihenfolge. Erst haben sie ein wildfremdes Pokémon entdeckt, dann haben sie wohl das Mew genannt und dann klonen sie ein Mew zu. Haben wir die Geschichte erfahren. Hier. Kommen wir da weiter. Hier ums Eck. Okay, hier gibt es auf jeden Fall ein Item. Du kannst keine weiteren Items tragen. Warum können wir eigentlich das Bootsfahrticket und so weiter nicht wegwerfen? Das brauchen wir doch nicht. VMs sind nie schlecht. TM, okay. Psybelle. Na gut, geschenkt. Werfen wir weg. Fluchtseil. Okay, das können wir gebrauchen, um hier rauszukommen. Das ist praktisch. Das sieht schon gut aus. Hier schaut es so aus, als kämen wir weiter. Ein Radikal.
Los, Georg! Das Team ist sehr schlecht, muss ich sagen. Durch die wilden Pokémon hier an diesem Gebäude. Was auch wilde Pokémon hier suchen haben, ich weiß es nicht. In Gebäuden sind normalerweise keine wilden Pokémon, aber gut. Okay, ein leerer Tisch. Dann geht's weiter. Aha. Was Steine hier im Gebäude machen. Frag mich nicht. Fragt mich einfach nicht. Es ist seltsam hier, dieses Gebäude. Und seltsam groß auch. Größer als von außen wirkt. Mittlerweile kann ich wieder fliehen. Ist das hier eine Sackgasse? Oder was tun wir hier? Müssen wir einen Schalter jetzt lösen, dass wir hier weiterkommen. Er will Slimer. Los, Georg. Setz Flucht ein. Ist ein bisschen feige, das ständige Fliehen hier, aber... Ui, die Pokémon werden auch immer mehr. Fukano. Haben wir irgendwo ein... Fang-Item. A.K.A. Pokéball. Ich fürchte, nein. Haben wir keins. Müssen wir also fliehen. Du kannst nicht davonlaufen. Warum nicht? Nein. Lass mich. Ach, verdammt. Hier ist zu. Schon ziemlich weit fortgeschritten in der Geschichte. So, wie ich sehe, brauchen wir nur noch den 7. und den 8. Ohren. Das muss Pyro sein da unten. Da unter der 7. Und der 8. mysteriöse Pokémon-Trainer, den Arena Ohren bewacht. Wer das wohl ist, den müssen wir dann auch noch bezwingen. Da geht's weiter mit Ratzfatz. Merkt ihr es zu ihm? Ratzfatz. Wie die Ratte. Und ein Fratz. Ein kleiner Fratz. So, was gibt's hier? Oh, ein Schalter. Das ist eventuell praktisch. So, los, Georg. Wie wäre es denn mit Flucht? Ich kann nicht davon laufen. Ja gut, da muss man natürlich auf das gegnerische Pokémon hoffen, dass es uns fliehen lässt. Lass nicht davon laufen. Jurek wirkt noch zu schwach. Braucht man keine Angst vor dem zu haben. Na verdammt! Ein versteckter Schalter. Na komm, aktiviere. Mal sehen, wo wir jetzt hinkommen. Vielleicht kommen wir da an der Sackgasse weiter. Kommen wir hier durch? Nein, da kommen wir her. So Mist. Bitte Pokémon. Schalterrätsel sind ja besonders hübsch. Das kann man ja gebrauchen. Los, Georg. Du bist schon fast im Eimer. Aber darfst fliehen. So ist gut. Dann gehen wir mal hier zurück. Der Weg ist versperrt. Müssen wir vielleicht außen rum gehen, gibt es einen anderen Weg dahin. Keinen Plan mehr. Gucken wir erstmal, ob wir irgendwie anders weiterkommen. Ja, sehe gerade keine Lösung. Kommen wir irgendwie anders durch oder was ist jetzt hier der Plan? Erstmal, die Tür ist verschlossen. Erstmal Pokémon-Team heilen und dann mal schauen. Ja gut, was soll ich nun machen? Wie ist der Plan? Der Plan sagt, also ein kurzer Blick auf die Uhr sagt mir, dass ich entweder schon im nächsten Part bin oder dass ich diesen Part wahnsinnig überzogen habe und jetzt hier etwas rausschneiden muss, etwas kürzen muss. Mal schauen, wie es läuft. Wie auch immer, ich mache jetzt hier mal Schluss an dieser Stelle. Dummig nach oben, sollte euch das gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und gar kein weiteres Video in meinem Lebenszwang fast verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Morgen, Mittag oder Abend, ihr kennt's ja.
die Laberei und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Alles kostenlos, alles super, alles unkompliziert. Machtet, tutet. Habt Spaß dabei. Haut da rein. Man sieht sich. Bis dahin. Bis zum nächsten Part. Sprechen kann er nicht mehr. Zeit ist zu beenden. Ciao, ciao.